Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Harvestella. Bosnia hat sich wieder gemeldet. Sie sagte, dass sie uns die Wahrheit hinter ihren Taten verrät. Die Organisation ist wohl noch aktiv. Ich werde weiter auf dem Pfad wandeln, den ich gewählt habe. Rosni, die Organisation. Ich werde mich um alles kümmern. Ich treffe mich in der Njord-Steppe mit Rosni. Bitte such mich dort auf. Fürs Erste behalte ich die Lizenz der Schenke aus der Reichweite meiner Kunden. Ich hätte nie gedacht, dass mich jemand so übervorteilen würde, wie Glatt es getan hat. Aber es ist, wie es ist. Mach dir keine Sorgen wegen Glatt. Ich bin sicher, er hat noch einen Ass im Ärmel. Aber das hier ist meine Schenke und ich verteidige sie mit allem, was ich habe. Du hast mir wirklich geholfen. Lass es ruhig angehen, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Ich bin so traurig, dass ich mich von Herrn Koko verabschieden musste, aber ich bin froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Sollte er das Gasthaus je wieder besuchen, werde ich bis dahin die beste Empfangsdame aller Zeiten geworden sein. Der wird staunen, also werde ich mich nicht davon unterkriegen lassen. Ich will nicht, dass Herr Koko mich auslacht, also arbeite ich mit dem Wirt daran, das Gasthaus noch besser zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Mina. Okay. So, und Stina hat auch noch was zu sagen. Das machen wir aber später. So, wo ist denn jetzt mein Tier hier? Wie bringe ich das auf die nächste Stufe? Komisch. Nun gut. Also, wir haben im letzten Part noch was zum Kochen hergestellt. Wir haben die ersten Bomben hergestellt für Stufe 2 und so weiter und so weiter und so fort. Wir können jetzt also wieder einiges entdecken. Und, mich würde jetzt halt interessieren, was in dem einen Bereich hier ist. Also hier. Hier haben wir ja was am Ende der Njord-Steppe. Und wir müssen eh in die Njord-Steppe wegen Istina. Und ich möchte auch meine Fähigkeiten mit ihren Waffen verbessern. Deswegen, das passt sich ganz gut. Und da ist nämlich das mit der Bombe 2. Und dann ist da ein komplett neuer Bereich. Jetzt wollte ich gerade die Abkürzung nehmen. Brauche ich ja gar nicht. Muss ja nur da oben lang. Ernsthaft, der hat mich erwischt. So, und hier kann ich jetzt endlich mal die Bombe Stufe 2 auswählen. Und ein komplett neuer Bereich ist freigeschalten. Mit einem Bossgegner. Krass. Na, da bin ich ja mal neugierig. Königinnenblatt erhalten. Die Frage ist das halt ein Bossgegner, der extrem hoch ist, oder ist das nur ein Boss? Ja gut, der ist rot, ne? Der sieht ein bisschen böse aus. Der ist Stufe 56, dann lassen wir das mal. Dann laufen wir mal gekonnt an dem Außen vorbei. In der Hoffnung, dass wir ihn nicht pullen. Wie es so schön umgangssprachlich heißt. Erneuerte Luftkugel. Sieht nicht aus, als ob da oben noch irgendwas wäre. Hier ist noch eine Kiste. Eine normale Bombe, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ah, wir wissen, hier ist nochmal ein großer Boss. Und das finde ich gut. Das finde ich gut, dass da noch was ist. Also das heißt, es ist nicht alles so ganz leer. Aber es ist auch nicht zwangsweise notwendig. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Aufträge. Da brauche ich ja noch massig. Aber die sind doch dagegen anfällig, ne? Ne, sind sie irgendwie nicht. Oh. Ah!
Warum ist er gegen meine Sachen nicht anfällig? Okay. Erledigt ist erledigt. Ja, aber klar, dass ihr dann wieder angreift, ne? Ihr macht zum Glück nicht so einen starken Schaden. Zur Nemea-Seite. So, dann gucken wir doch mal. Oder muss ihre Waffe insgesamt auf Stufe 6 gebracht werden, weil ihre Freundschaftsstufe ist doch schon 6, oder? Also, Rosin, bist du bereit, uns zu erzählen, was los ist? Nö. Es ist in Ordnung, Istina. Du musst nicht misstrauisch sein. Ich habe schon fast alles geschafft, was ich erreichen wollte. Wovon redest du? Ich habe nach dir gesucht, Istina. Warum? Eigentlich wollte ich dich finden, um dir den letzten Willen des Bosses mitzuteilen. Als ich dich in Argen gefunden hatte, war das schon die halbe Miete. Sein letzter Wille ist der Boss. Ja, er ist vor ein paar Monaten gestorben. Wie traurig, dass sich nicht einmal so ein zäher Hund gegen das Alter wehren kann. Ich verstehe, der Boss ist tot. Er hat mir auf seinem Sterbebrett einiges erklärt. Er hat so getan, als wärst du gestorben. Wieso denkst du das? Eines Tages bist du einfach ohne ein Wort verschwunden. Der Boss hat uns erzählt, dass dich einer der Verräter im Kampf erwischt hätte. Niemand konnte sich an die Einzelheiten dieses Tages erinnern. Deswegen glaubten wir ihm. Wir hielten dich alle für tot. Warum sollte er diese Lüge erfinden? Um dich entkommen zu lassen. Hätten wir herausgefunden, dass du uns verlassen hast, hätten wir dich töten müssen. So lauten die Regeln. Das muss der Grund sein, warum ich bisher niemanden von euch gesehen habe. Er hat mich also beschützt? Ja, ganz genau. Warum hat er dir dann alles nach der Zeit doch die Wahrheit erzählt? Naja, das liegt doch auf der Hand. Weil du ihm wichtig warst. Wie bitte? Das hat er mir erzählt. Er sagte, dass sich sein Leben für immer verändert hatte, als er dich wie sein eigenes Kind aufnahm. Bis dahin kannte er nichts anderes, als das Leben anderer Leute auszulöschen. Aber durch dich hat er gelernt, sich um jemanden zu kümmern und zu hoffen, dass dieser jemand glücklich wird. Was ist das? Ein Brief vom Boss. Sein Testament ist auch dabei. Ich weiß nicht, wie du heutzutage über ihn denkst. Aber ich hoffe, dass du wenigstens seinen Brief lesen wirst. Es würde nicht schaden, ihn zu lesen. Roleplay, ich werde ihn lesen. Ich würde gerne wissen, wo du jetzt bist, während du diesen Brief liest. Lebst du immer noch in den Schatten unserer finsteren, blutgetränkten Welt? Oder lebst du in einem friedlichen Ort des Lichts ohne Blutvergießen? Ich weiß nicht, was dich glücklicher gemacht hätte, aber ich würde nichts daran ändern. Du kannst mich ruhig dafür hassen. Letztendlich war ich nicht gut genug, um ein echter Vater für dich sein zu können. Dich gehen zu lassen war das Mindeste, was ich für dich tun konnte. So sehr, wie du es geliebt hast, Bücher zu lesen, wusste ich, dass dein Platz woanders war. Ich hoffe, du kannst jetzt so viele Bücher lesen, wie du möchtest. Nichts würde mich glücklicher machen als das. Denn auch wenn du vielleicht nicht dasselbe fühlst, bist du für mich meine geliebte Tochter. Das ist das Ende. Seine geliebte Tochter. Warum hat er mir das nicht früher erzählt? Aber, oh natürlich, er ist genau wie ich. Wie meinst du das? Ich habe auch Dinge verschwiegen. Ich glaube, ich kann jetzt verstehen, wie er sich gefühlt haben muss. Es tut mir leid, dass ich mich nicht einmal bei dir verabschiedet habe. Eine schöne Tochter bin ich. Aber dank dir kann ich jetzt ein paar ganz besonderen Leuten aus Büchern vorlesen. Also vielen Dank, Papa. Hm? Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich wollte dich mit uns zurücknehmen, weil ich dachte, du wärst dieselbe Istina wie früher. Aber es sieht so aus, als wäre das nicht nötig. Im Gegensatz zu früher hast du jetzt Leute in deiner Nähe, die dich unterstützen. Du hast einen Ort, um den du kämpfen und an den du immer zurückkehren kannst.
Ein Ort, an den du gehörst. Hosni. Schon in Ordnung, große Schwester. Du machst das sicher großartig. Tja, dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Was wirst du jetzt machen? Um ehrlich zu sein, das Fortbestehen der Bande hängt momentan an einem seidenen Faden. Deswegen wollte ich dich zurückholen, damit wir sie neu aufbauen können. Aber das wird jetzt wohl nicht passieren. Deswegen werde ich versuchen, so wie du, auf mein Herz zu hören. Ich verstehe. Ich wünsche dir alles Gute, Rosni. Danke. Bitte pass auf Istina auf. Klar, mach ich. Ich habe dir jetzt alles erzählt. Ich mache mich nun auf den Weg. Ich danke dir, Rosni. Gib auf dich Acht. Du auch, Istina. Das war's dann wohl. Fehlt sie dir nicht? Ich bin diejenige, die überhaupt erst weggelaufen ist und sie verlassen hat. Ich habe nicht das Recht, mich darüber zu beklagen, dass ich sie vermisse. Wie auch immer, lass uns zurückgehen. Von Generation zu Generation. Und Crit-Rate auch nochmal erhöht. Okay. Mensch. Das war doch mal nicht schlecht, hä? So, es ist schon wieder Nachmittag, ey. Die Zeit rennt hier so schnell. Zurück nach Hause. Ich muss ja eigentlich noch nach Lethe, muss ja noch Samen holen und ich... Ach. Viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich möchte meine Felder ja nicht unbestellt lassen. So, Burkula war das, glaube ich, ne? Ach, das gibt's hier gar nicht. Karwuffeln. Ja, es macht natürlich dann auch Sinn, dass ich dann erstmal ein paar Karwuffeln nehme. Nehmen wir 40 Karwuffeln, komm. So, dann gucke ich jetzt noch, ob hier irgendwer wieder was zu essen haben möchte. Das gibt mir auch wieder Geld, ne? Nö, hier nicht. Auch hier könnte man sich das Ganze eigentlich mal aufschreiben. Aber der Trupp, nein, der Trupp nicht, nein. Der Truppler denkt doch an sowas nicht. Warum auch? Dann fliegen wir mal eben nach Argen. Gucken da schnell nach. Weil mit viel Glück bin ich da richtig mit dem Fisch. Aber ich glaube, ich würde sogar eher bei Statola vermuten. Hier ist eine neue Aufgabe dazugekommen. Gut, ich könnte natürlich auch die Nebenaufgaben machen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Hier ist natürlich auch nichts. Ich muss echt mal wieder eine ganze Folge nur Nebenaufgaben machen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, schnell nach Schatola. Beim Barkeeper gibt es jedenfalls gut Geld. Fällt mir gerade mal so ein, ne? Oh, und der Barkeeper hat auch wieder eine Aufgabe. Gut, die kann ich natürlich annehmen.
Ja, da gibt's Geld. 2500 Griller. Vielen Dank. Yay. Welcome. Welcome? Okay. Toplay, willkommen. Lust auf einen Drink? Ich hab irgendwie Hunger. Wenn das so ist, wir haben gerade ein neues Gericht auf die Karte gesetzt. Möchtest du es probieren? Ah, Hallöchen auch, Herr Barkeeper. Da bin ich wieder. Glad, was willst du? Aber, so begrüßt man doch keinen Gast. Wo sind deine Manieren? Ah. Ich hatte sowieso nicht vor, auf einen Drink zu bleiben. Diese Bar ist echt mitten im Nirgendwo. Hör zu, Barkeeper, du bist nicht der Einzige, dem hier langsam der Geduldsfaden aufdröselt. Ich warte immer noch auf deine Antwort. Darum geht es hier also. Du kannst mich fragen, so oft du willst, aber ich ändere meine Meinung nicht. Das kannst du auch meiner Familie sagen. Diese Bar hier ist mein Zuhause. Ich hätte nicht gedacht, dass du so starkköpfig bist. Gleichfalls, wenn du nichts bestellst, verlass doch bitte die Bar. Ich erinnere dich daran, dass ich dieses Zuhause mit einem Fingerschnipsen zerstören könnte, wenn ich wollte. Nicht solange ich hier bin. Roleplay. Ah, dieses Gör schon wieder. Eigentlich gut, dass du hier bist. Kannst du dir das Gesicht dieses Görs... die Gesichter aller hier vorstellen, wenn ich ihnen die Wahrheit sage? Verschwinde glatt. Ich habe keine Zeit für nicht zahlende Gäste. Na schön. Vergiss nur nicht, wer hier die Oberhand hat. Welche Geschichte? Um was geht es? Ignoriere ihn einfach. Er macht nur seine Arbeit. Lässt du ihn so mit dir reden? Das macht mir nichts aus, aber danke, dass du auf mich aufpasst. Das ist nicht gut. Ich gehe mal etwas frische Luft schnappen. Kümmert euch so lange um die Bar. Verzeihung, Troplay? Wir machen uns Sorgen um den Barkeeper. Könntest du vielleicht mit ihm reden? Er öffnet sich nicht, weder Emo noch uns gegenüber. Er muss alles in sich hineinfressen und das ist nicht gut. Ja, ich sollte was unternehmen. Danke. Er ist wahrscheinlich am Strand. Da geht er immer hin, wenn er frische Luft schnappen muss. Danke, Troplay. Letzte Runde. Eine Runde. Letzte Runde. Wahrscheinlich ist es jetzt schon wieder zu dunkel, zu spät. Oder? Nein, noch ist er am Strand. Okay. Dann schauen wir mal, was er hat. Troplay, bist du mir gefolgt? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Das ist lieb von dir. Troplay, magst du das Meer? Ja, es ist schön. Verstehe, ich liebe die Gewässer rund um Schatola. Ich komme immer hierher und schaue aufs Meer raus, wenn ich etwas auf dem Herzen habe. Glatt ist mein Problem. Ich will nicht, dass noch jemand in die Sache mit ihm verwickelt wird. Nicht meine Mitarbeiter oder Emo. Und natürlich auch nicht du. Aber wir machen uns alle Sorgen. Du hast recht, ich kann es nicht mehr vor dir geheim halten. Ich erzähle dir von Glatt und meiner Vergangenheit. Hast du den Namen Biesheim GmbH schon mal gehört? Nee. Ich schon. Ist schon gut. Du musst nur wissen, dass es eine große Firma ist. Der Chef heißt Baldo Biesheim und ich bin sein ältester Sohn. Du würdest also die Firma übernehmen? Ja, das sollte ich eigentlich. Glatt ist eine Führungskraft bei der Biesheim GmbH. Er ist praktisch der Laufbursche meines Vaters. Er will mich zurück in die Familie holen, damit ich das Geschäft übernehmen kann. Aber ich habe mich schon vor langer Zeit von meiner Familie distanziert und meinen Teil der Firma aufgegeben. Du willst also keinen Kontakt mehr? Die Biesheim GmbH ist ein mächtiges Unternehmen.
aber ich muss gestehen, dass die Firma ihr Geld und ihre Macht mit illegalen Geschäften erlangt hat. Sie hatte auch schon ernsthafte Auseinandersetzungen mit Chatulas Fleischereiverband. Mir gefiel einfach nicht, wie mein Vater Geschäfte führte. Also brach ich den Kontakt mit ihnen ab und stellte sicher, dass dem Stammbaum der Firma in meiner Generation endet. Ich dachte, wenn niemand die Firma erben kann, geht sie ganz von alleine ein. Aber so leicht war es anscheinend nicht, ne? Eine so große Firma steht nicht plötzlich still, nur weil ich nicht mehr da bin. Im Nachhinein hätte ich das wissen müssen. Aber damals war ich jung und unbesonnen, irgendwie witzig, wie sich das jetzt rächt. Ich werde diese Verbindung wohl nie ganz loswerden. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter noch zur Übernahme der Firma beordert werden würde. Verlässt du die Bar? Glatt sagt, dass mein Vater im Krankenbett liegt und nicht mehr lange zu leben hat. Wenn Glatt weiter so hartnäckig bleibt, kehre ich vielleicht zurück. Er hat recht, er kann mit Leichtigkeit mein Geschäft zerstören. Wenn er allen sagt, dass ich ein Biesheim bin, war's das. So sehr hassen hier alle die Biesheim GmbH. Barkeeper, komm schnell! Was ist? Du bist ja so blass. Dieser fiese, aussehende Typ macht Ärger in der Bar. Nicht schon wieder Glatt. Tut mir leid, Truppler. Ich gehe zurück zur Bar. Anscheinend gibt es Ärger in der Bar. Sieh nach, was los ist. Okay. Zip. Einmal wieder zurück zur Bar. Kommt sofort. Im Laufschritt. Marsch, marsch. Dip, 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 dip. Da bin ich. Eigentlich sind so welche Aufgaben ja hauptsächlich Leseaufgaben, wenn man es mal so nimmt, ne? So, wo ist hier der Ärger? Ah, da. Er stand direkt vor mir. Ach, Glatt, was ist denn los? Na, wenn das nicht wieder das kleine Gör ist. Kommst genau richtig. Ich wollte gerade allen eine interessante Geschichte über den Barkeeper erzählen. Setz dich, das willst du hören. Interesse. Ha, ganz wie du willst. Glatt, denk nicht einmal dran. Hey, Barkeeper. Oder sollte ich sagen, Leon Biesheim? Ist das wahr? Biesheim, wo die Biesheim... So wie die Biesheim GmbH? Die haben meinen Vater um einen Haufen Geld betrogen. Bist du wirklich ein Biesheim, Barkeeper? Ah. Das ist nicht gut. Tja, das war's dann wohl. Glatt sagt die Wahrheit. Ich bin der älteste Sohn der Familie, Leon Biesheim. Endlich gibt das zu. Es tut mir leid, dass ich das vor euch allen verheimlicht habe. Sag doch sowas nicht, Barkeeper. Sag, dass er lügt. Das ist wohl meine Strafe dafür, dass ich es euch jahrelang verschwiegen habe. Ich wollte einfach nur einen gemütlichen Ort schaffen, an dem sich alle bei einem paar Drinks entspannen können. Wenn meine Anwesenheit hier also unmöglich macht, dann verlasse ich diese Bar und Chatola. Du bist wirklich ein Biesheim? Barkeeper! Glatt, im Gegenzug belästigst du bitte nie wieder die Leute in dieser Bar. Keine Sorge, das werde ich nicht. Ich habe kein Interesse an dieser Stadt. Ich bin nur deinetwegen hier. Gut. Du musst die Bar nicht verlassen. Was? Hättest du von Anfang an auf mich gehört, hätte es niemand davon erfahren. Aber naja. Was ist denn mit der dicken Luft hier drin? So habe ich die Bar noch nie in Erinnerung. Davon wird ja das Essen schlecht. Ah? Oh, der Besitzer. Was machst du denn hier? Was? Warum sollte ich nicht hier sein? Außerdem bin ich der Ex-Besitzer, vergiss das nicht. Warum ist der Besitzer hier und zu so einem ungünstigen Zeitpunkt? Steckst du hinter all dem? Ganz ruhig, du Winzling, ich habe überhaupt nichts gemacht. Kann mir bitte jemand sagen, was hier los ist? Die Anspannung in der Luft ist ja kaum auszuhalten. Der Barkeeper ist ein Biesheim. Er hat uns das die ganze Zeit verheimlicht. Was? Das ist alles? Und das erfahrt ihr erst jetzt? Was meinst du damit? Das ist alles. Wen kümmert's denn, aus welcher Familie er stammt? Hat er euch je irgendetwas getan? Also nein, er war immer gut zu uns.
Das dachte ich mir. Der Barkeeper ist ein anständiger Mann. Darum hat er doch überhaupt seine Familie verlassen, weil er in nichts Zwielichtiges verwickelt sein wollte. Und wenn ihr ein Problem mit ihm habt, dann kommt zu mir. Ich habe ihn schließlich eingestellt. Halt, ich bin jetzt nicht mehr der Besitzer. Tja, in dem Fall könntet ihr euch wohl bei niemandem beschweren. hat er noch alle Krüge im Schrank? Aber er hat recht. Es war ein Schock, dass er ein Biesheim ist. Aber das macht ihn nicht zu einem schlechten Menschen. Das wissen wir wohl am besten. Jetzt haltet mal kurz die Luft an. Ist das wirklich in Ordnung für euch? Euer geliebter Barkeeper ist ein Biesheim. Ja, das macht mir nichts aus. Ich hasse die Biesheim GmbH, aber ich respektiere den Barkeeper genau wie mein Vater. Also zieh Leine, du Schleimbatzen. Was? Ja, mach die Fliege, du Ekel. Wenn du nichts kaufst, solltest du nach Hause gehen. Emo singt nicht, solange du hier bist und alle runterziehst. Pah, das werdet ihr noch bereuen. Vielen Dank. Mir ist so angekommen, dass jemand von der Biesheim GmbH öfter hier war. Ich wollte nur nicht, dass sie denken, dass sie dich bedrängen können, nur weil ich nicht mehr hier bin. Hä? Und wir wissen doch, wie du wirklich bist. Alle hier mögen dich sehr. Roleplay, ich freue mich so, dass du nicht gehst. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe, Emo. Tja, damit hätten wir uns um unser ungebetenen Gast gekümmert. Oh, Besitzer? Ich bin der Ex-Besitzer. Hä? Ich erwarte nicht, dass du mir für das, was ich dir angetan habe, vergibst. Aber bitte pass weiter für mich auf den Barkeeper auf. Das werde ich. Danke, dass du dem Barkeeper geholfen hast. Danke. Tja, Ende gut, alles gut. Und danke, Truppe. Du hast bis zum Ende zu mir gehalten. Obwohl du mir noch bei einer letzten Sache helfen könntest. Kannst du diesen Brief an jemanden überreichen? Er wartet im Wald auf mich. Ich werde die Bar wohl erstmal eine Weile nicht verlassen können. Danke, Truppe. So, ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Ich leg mich jetzt schlafen. Haut rein. Tschüss.